Hallo, liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 11. Jawohl, Folge Nummer 11 und ja, es geht jetzt gleich weiter, indem wir uns nämlich erstmal eine Spitzhacke bauen, denn die alte war nämlich kaputt gewesen. Ja, ich dachte mir, Mensch, machst du ein bisschen Vorarbeit oder so, ne, dass du dann so anfängst da irgendwie, ach, jetzt haben wir auch noch eine Steinspitzhacke, aber na, ist egal. So, die nehmen wir uns erstmal mit, vielleicht haben wir Glück und die reicht sogar. Weil da habe ich mich gerade so überlegt, so, ach, weißt du was, komm, machst du hier schon mal so ein bisschen Vorarbeit, ne? Dass man da das Holz dann einfach nur reinsetzen braucht, aber ihr wisst ja selber, wie das immer ist. Und dann geht die Spitzhacke kaputt und dann sagt man auch so, ach nee, komm, hast jetzt auch keine Lust, ne? Aber wie gesagt, ich mache das jetzt gerade mal eben hier mit euch zusammen, weil wir wollen ja in diesem Let's Play alles zusammen machen. Das heißt, wirklich so wenig wie möglich irgendwie, dass ich hier offscreen arbeite. Und aus diesem Grund müssen wir uns auch natürlich diese Seite hier vorknöpfen. Die andere, die ist komplett fertig. Die hatten wir gestern fertig bekommen. Und jetzt freue ich mich natürlich auch, diese Seite hier fertig zu bekommen, sodass wir uns um die nächsten Bauprojekte kümmern können. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, das nächste Bauprojekt, was wir machen werden, das wird so ein Zweierbauprojekt sein. Das eine ist natürlich ein Acker bauen, weil wir brauchen unbedingt Nahrung. Wir müssen jetzt auch gleich mal angeln gehen. Weil wir brauchen natürlich noch ein bisschen was zu futtern, weil ansonsten stehen wir hier doof da. Und dann fangen wir auch an, unser Häuschen zu bauen. Ja, richtig? Ist ja auch langsam mal an der Zeit. Ich sag mal, nach jetzt 11 Folgen, da sollten wir mal so langsam uns drum kümmern, um eine Behausung. Ist irgendwo ein Zombie. Also, da scheint irgendwo ein Zombie zu sein, eine Höhle oder was. Ich habe keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Und ja, naja, auf jeden Fall werden wir unsere Behausung bauen, ein schön großes Haus, da bin ich schon so ein bisschen am Überlegen, aber ich werde es auch in diesem Stil hier machen, also durchaus dörflich, ländlich, mittelalterlich, wobei mittelalterlich passt, glaube ich, schon ganz gut, ist natürlich so ein abgelutschtes Ding immer, mittelalterlich, bauen ja alle, ja, aber irgendwie, ich denke so, als Beginner oder als Anfänger in so einer Welt, in so einem Let's Play, in der ersten Häuslein richtig halt, ne, da ist so ein mittelalterliches Häuschen einfach, es geht schnell, dauert nicht ganz so lange und sieht auch ganz gut aus eigentlich und ja, da kann man auch so ein bisschen dann mal so diesen Stil erkennen und aus diesem Grund. So, und hier ist unser Stil jetzt erstmal nämlich cool mit dem Holz hier reinsetzen. Zack, zack, so, zack, zack. Wunderbar, das geht zum Glück jetzt ein bisschen schnell, gut, dass wir die ganzen Zutaten jetzt da haben. Also anscheinend habe ich das ganz gut abgepasst. Stellt euch mal vor, wie das aussieht, wenn wir hier Glowstone. Sieht er den Effekt? Sieht das geil aus? Oder sieht das geil aus? Habe ich doch gleich gesagt. Also die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Ach, ist schon wieder alle? Nein, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist das doch schon wieder alle geworden. Dann brauchen wir noch mehr Holz. Aber wir haben ja genug Holz. Was ist denn hier schon wieder los? Wieso ist denn hier schon wieder dunkel? Warte mal, dann nehmen wir den ganzen Kladderadatsch hier mit. Wir wollen ja da eh gleich mal runtergehen, dann können wir das schon mal alle mitnehmen hier. So, die Kiste lasse ich da mal noch stehen, weil da können wir da immer mal was ablagern zwischendurch. So, gehe ich aber erstmal runter, bevor ich schlafen gehe. Weil dann können wir hier erstmal die Erze schnell mal einsortieren. Oh Gott, da haben wir ja aber wirklich reichlich hier an dem ganzen Zeus hier. So, da ist nochmal Eisen. 52 Eisen, das sieht verdammt gut aus. Genau, also es sieht wirklich gut aus. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn da noch jetzt hier? Achso, hier die Steine, die können wir da reinpacken, die brauche ich erstmal nicht. So, die Erde, das brauchen wir noch, den anderen Krimskrams, ja. Hier, das sind jetzt so eine Sachen hier, Federn und sowas. Also, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Verwendung für. Aber wir packen es da erstmal rein. So, was wollten wir denn jetzt eigentlich? Holz wollten wir, wo ist denn unser Holz? Das müsste ja da noch oben hier rumliegen. Ja, tatsächlich. Oh, da haben wir ja noch genug. Übrigens, ich sehe gerade, das könnte man eigentlich auch unten lagern. Okay, das müssen wir beim nächsten Mal mal mitnehmen. Da ist noch die Axt. Da müssen wir gleich mal angeln gehen. Okay. So, dann nudel ich mir erstmal nochmal so ein Stack Holz mit. Also ich denke, ein Stack reicht eigentlich. So, mal ein bisschen sparsam sein hier, ne? So, da geht was denn da drin? Also, ich dachte, Essen haben wir hier gar nichts mehr, ne? Nee. So, müssen wir mal gucken hier auch wegen Essen, wie wir das mal machen. Also, müssen wir auf jeden Fall auch noch angeln gehen. Ja, weil, ihr seht ja selber, das sieht ja nicht so ganz so rosig aus. Ja, wir haben jetzt bis jetzt Glück, dass wir nicht angegriffen werden. Da hinten steht ein Skelett rum. Weil der nur bis das hier zischt und dann irgendwie so ein Creeper da ankommt oder so. Ja, um Gottes Willen.
So, hier, dann mache ich gleich mal da weiter, wo wir so schön stehen geblieben sind. Zack. So. Okay. Wunderbar. Können wir das schon mal abschließen hier? Hammer. Wunderbar. Hier geht's in den Untergrund. Toll designter Untergrund. So können wir das Ganze dann nennen. So. Hier noch bitte. Danke, da knurrt wieder der komische Zombie. Hier muss irgendwo eine Höhle sein dahinter. Bin gespannt, ob wir die entdecken. So, haben wir geschafft. So, dann machen wir gleich hier weiter, würde ich sagen. Fangen wir gleich hier an. Wo haben wir hier angefangen? Da haben wir da angefangen. An dem Stein. Wieso ist denn da... Hä? Ach so, weil hier denn... Da haben wir das so gemacht. Ja, na nur gut. Hm. Ja, mein Gott. Dann ruppt das Teil da eben wieder raus. So, dann machst du das eben so. Dann ist das halt auf einer, da ist ein Cobblestone drin. Ja, meine Güte hier. Na, dann machen wir das eben. Das ist ja kein Problem. Jetzt war ich wieder zu großzügig hier mit meinem Holz. So, jetzt passt aber alles. Und genau, dann können wir jetzt nämlich die Teile da reinsetzen. Jetzt stimmt aber alles, ne? Ja. Ah, schön, das geht schnell. Perfekto. So, siehst du, dann machen wir hier nämlich schön die Steinziegel rein. Dann ist das auch erledigt. Dann machen wir dann nur noch den unteren Abschnitt und dann sind wir endlich fertig. Naja, und dann haben wir ja noch dieses Räumchen da unten. Der ist neu, das habe ich so auch noch nie gebaut, wie gesagt. Das ist dieser ich nenne ihn jetzt mal runde Raum unten oder rundes Lager. Viele wissen, ich habe normalerweise immer den White Room da unten hingebaut. Das heißt, da wo das Nether-Portal später hin soll. Allerdings habe ich mir für dieses Let's Play was anderes einfallen lassen, weil ich will auch mal ein bisschen Abwechslung machen. Nicht immer nur das gleiche bauen, was man eh schon kann oder was man schon mal gemacht hat. Und aus diesem Grund habe ich mir da so was anderes einfallen lassen, wo ich das Nether-Portal hinbauen möchte. Und deswegen machen wir unten diesmal einen runden Raum rein. Und wie gesagt, da müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Da müssen wir noch ein bisschen was rausruppen an Steine. Und natürlich auch schon mal so die Ansätze setzen. Weil da müssen wir natürlich auch in den Creative reingehen, um den Bedrock zu entfernen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber das hat erstmal keine Eile, weil, wie gesagt, erstmal wir hier dieses hier fertig machen. Und dann das nächste Projekt. Hier geht es erstmal nur darum, den Eingangsbereich, der nach unten führt, fertig zu bekommen. Unsere Mine, wie gesagt, noch ein bisschen auszunutzen, zu gestalten, zu farmen. Ne, wir haben ja schön viel Eisen, das ist schon mal gut, weil da können wir uns ein paar Sachen basteln. Werkzeuge. Ja, vielleicht sogar bald meine Rüstung. So. Na, perfekt, Leute. Schaut mal. Na? Geil oder geil? Ist das geil? Ist doch richtig erhaben, oder? Und jetzt stellt euch vor, das ist hier Glowstone. Wow. Ja, aber Leute, könnt ihr vergessen. Also wir werden das auf jeden Fall nicht jetzt, wenn wir jetzt im Nether gehen und das Glowstone haben, dass wir das dann hier auf jeden Fall austauschen werden. Das könnt ihr vergessen. Also das machen wir nicht. Das bleibt so. Bis zum Ende des Let's Plays, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also da wird jetzt nicht viel passieren. Nicht, dass ihr hier denkt so, ja, das tauscht er doch eh wieder aus. Nee, nee, Freunde. Also... Das meine ich. So, hierhin, dahin, dahin, dahin. Kann sein, dass wir nochmal neue schmelzen müssen bis unten hin. Ich weiß es nicht. Ja, noch haben wir 34 Stück. So, hier ist einer. Kommt gleich einer runter, naja. Oh, noch einer. Noch einer. Jetzt sind wir mal gut. So, okay, das war das Ende mit dem Kies. Sehr schön. Nämlich hier gleich mal reinsetzen. So. Ja, ist ganz schön zeitaufwendig gewesen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann wir angefangen haben. Also ich glaube, das müsste ja schon Folge 2 gewesen sein. Folge 2 oder Folge Nummer 3. Und jetzt haben wir die Folge 11. Also wir haben schon ein bisschen Zeit investiert hier in diese Geschichte mit dem Verschönern des Einganges. Aber okay, so sei es drum. Haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen, würde ich sagen. Und das ist toll mit dem Inventory. Das finde ich richtig geil.
Ja, so haben wir da ein bisschen Zeit jetzt ausgenutzt, wie gesagt, und investiert, aber ich finde, es kann sich sehen lassen. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht, dass ihr auch sagt, ja doch, komm, das hat sich gelohnt, sieht wirklich cool aus, ist zwar überflüssig, weil es halt nur Optik, aber ist halt ordentlich gemacht und sieht nach was aus. Also da hat man öfters Freude dran, wenn man dann hier runterläuft, ne? Hier müssen wir dann, glaube ich, noch ein... Obwohl, man muss das eigentlich immer alles... Ja doch, da fehlt einer, tatsächlich. Habe ich jetzt aber nicht bei. Gut, dann müssen wir hier den mal wegnehmen. Und dann wissen wir beim nächsten Mal Bescheid, dass wir da noch ein Glas mitnehmen müssen. Gläser haben wir ja noch genug. Huch, da ist sogar Eisen. Also, das hole ich mir aber. Ach, also wenn das so ist... Da sage ich jetzt nicht, nee, Eisen kann man hier noch haben, deswegen nehme ich es mal mit. Klasse. Jetzt habe ich zwar keine Kohle, dass ich hier das Ganze, oh, jetzt machen wir es aber mal schnell zu, das sieht ja ein bisschen, boah, gruselig aus. So, haben wir wegbekommen, siehst du. So, 8 Stück haben wir noch und dann brauchen wir eh neue Steine. Ja, es verbraucht sich doch recht schnell hier. So, 2 Stück haben wir noch. Und dann brauchen wir neue Stänis. Haben wir keine mehr drin. Okay. Gut, also erstmal wieder ab nach oben. Und er rennt die Treppe hoch. Also das war doch früher nicht so, oder? Ich weiß nicht. Also irgendwie ganz merkwürdig. So, da wollten wir ein Glas mitnehmen. Das können wir gleich mal machen. Holz, hier die Treppen, die nehme ich mit runter. Die Zäune nehme ich mit runter. Das andere Gedöns hier, na gut, das können wir mit runternehmen. Die Monster Drops können wir mit runternehmen. Die brauchen wir hier erstmal nicht. Und sieht gut aus. So, ab in den Untergrund. Gucken wir mal, ob wir da noch Steine finden. So, erstmal können wir hier wieder abladen. Hier das ganze Zeug hier, zack. Wir sind ja nur am Sortieren hier. So, 2. Runde. 3. Runde. Das haben wir gesagt. Hier! Da haben wir sie doch noch. Nehmen wir gleich mal beide mit. So. Klasse. Kies haben wir jetzt auch wirklich eine ganze Menge schon. Sieht gut aus. So, da haben wir ja gesagt, da packen wir mal ganz andere Krimskrams hier erstmal mit rein. Zum Beispiel die Pfeile werden wir mal hier reinpacken. Die werden wir früher oder später hundertprozentig brauchen. So, machen wir das mal so. Da kommen die ganzen Monster-Drops hin. Das essen wir gleich mal, weil da haben wir ja Hunger. Hier sind nochmal Zäune, ist auch gut. Hier sind so eine Steine, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das verarbeiten wir jetzt gleich und schon haben wir wieder Ordnung geschaffen. So muss das sein. Ja, das heißt... Oh, Kohle. Wir brauchen Kohle. Kohle müssten wir aber noch haben, glaube ich. Hier hatte ich gesehen gehabt. Ja, dann nehme ich mal gleich mal hier mal mit. Ein bisschen Kohle mal mitnehmen. Packe ich gleich mal in den Ofen, weil das brauchen wir öfter. So, ja, und jetzt haben wir das letzte, wenn wir so wollen. Hier das letzte Stacken, was wir jetzt verwenden können. 64. Und ja, damit sind wir dann auch am Ende. Dann haben wir das fertig. Also dann müssten wir erst wieder neue schmelzen. So, Freunde, aber das hat nicht so lange dauert oder für euch zu langweilig ist, werden wir jetzt mal ein bisschen angeln gehen. Ich weiß zwar nicht, ob Angeln, irgendwie spannender ist, aber wir können ja mal den neuen Tümpel da testen. Hier oben war da irgendwo so ein Tümpel. Ich glaube hier. Das können wir doch auch mal wegnehmen, oder? So. Nehme ich mal eben weg. Oh, das machen wir uns auch richtig schön. Ich habe schon überlegt, hier den Acker hinzustellen. Den müssen wir auch mal demnächst bauen. Dass wir wirklich dann auch ein bisschen Brot haben. Weil Brot sättigt ja dann doch ein bisschen mehr. Klar, wir könnten auch jetzt Pilzsuppe machen oder ähnliches. Deswegen nehmen wir mal durchaus schon mal mit. So, bin mal gespannt, was wir jetzt hier rausholen. So, das ist eine schöne Angelstelle hier. Stellen wir uns doch mal hier hin und mal rinhalten die Route. So, und dann können wir jetzt ganz gemütlich uns zurücklehnen und hier mal schön einen auf Petri Heil machen und mal ein bisschen angeln. Ja, die Folge wird auf jeden Fall angeln noch ein bisschen. Und dann machen wir einen Endspurt. Dann geht das dann nämlich in der nächsten Folge, dann schätze ich mal weiter. Mit der Geschichte dort mit dem Abgang, weil der ist dann wirklich fertig.
Und wir haben jetzt noch 21 Holz und 4 in 1 Decken komplett, also 64 mal die Steinziegel. Und ja, das sollte wirklich dann auch ausreichend sein. So, zack, und da haben wir schon den ersten Fisch, prima. Und die Sonne geht unter, jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, weil Angeln bei Sonnenuntergang ist zwar noch gesund, aber wenn dann die Nacht reinbricht, da kommen die bösen Meeresungeheuer an, aber naja, wahrscheinlich wird es hier wohl eher Landungeheuer werden. In Form eines Zombies oder indischem Gelumpe, was hier nachts immer rumrennt. Naja, so, na, wie sieht's denn aus mit unserem Backforelle hier? Kriegen wir so noch raus? Zack, was war das? Das war tatsächlich jetzt ein Lachs. Naja, Mensch, was will man mehr? So, jetzt haben wir zwei Fische geangelt. Und die werden wir auch gleich mal braten. Dann können wir die mal essen. So, jetzt gibt's erstmal eine Runde Abendbrot. Zack. So, essen wir erstmal hier den Kabeljau. Lecker, lecker, lecker. Na, wo ist er? Hallo. Ah, das dauert aber lange hier. Aber schön auf den Grill gefeuert, das Ding. So, dann können wir den nämlich wegmampfen und hier auch. Läuft. So, guten Hunger. Na geil. Ich brauche gleich zwei. Weil, macht nicht satt. So, noch ein Lachs hinterher. So, perfekt. Und mit vollem Magen ins Bett gehen. Gute Nacht. So, jetzt sind wir aber erstmal eine Runde wach. Prima. Angel packen war weg und es geht gleich weiter an die Arbeit. Ja, keine Müdigkeit vorschützen hier. Und los geht's. Ah, fröhliche Arbeiter. So, und es geht weiter. Und hier runter. Na Leute, schaut euch das doch an. Ist doch da mega, oder? Ich finde das ja richtig mega hier. So, und es geht weiter mit dem Ablümmeln hier. Weg damit, weg damit, weg damit. So, da unten hatten wir schon. Und jetzt können wir schön die Teile da hinsetzen. Und damit ist dieser Abschnitt auch fertig. Jawalla. So, weiter nach unten. Hier ist fertig. Da wollten wir noch ein Glas reinsetzen. Das hatte ich ja extra mitgenommen. Mit Glas. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier wegpacken. Aber das sieht man da. Sieht man das da? Nee, da sieht man es nicht. Also muss der hier komischerweise dann weg. Okay. Kann der aber auch weg. So, setzen wir da jetzt das Glas hin. Zack. Ja. Eins, eins, zwei, zwei, passt. So. Hier, da sind wir jetzt stehen geblieben, wie es ausschaut. Dann machen wir das jetzt erstmal weg hier. So, ich hätte mir mal eine aus Eisen machen sollen, ich Depp. Aber nun gut. Kann man jetzt nicht ändern. Und Fackeln müssen wir auch mal demnächst neue machen. Da haben wir nur noch zwei Stück, also die gehen uns auch langsam zur Neige. Das heißt Kohle, also Kohlejagd, das kann nichts schaden, wenn wir das mal machen würden. Weil Kohle haben wir wirklich jetzt ordentlich verbraucht, dadurch, dass wir den ganzen Kobbel eingeschmolzen haben. Da ist doch der Kohlevorrat ziemlich geschrumpft. Und wenn ich mir das so richtig angucke, werden wir Kohle auf jeden Fall auch noch brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. So, hier ist mal zwei hin. Die nächsten würden dann da hinkommen. Jetzt haben wir schon das Problem. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen farmen gehen. Da kommen wir nicht drum rum. So, das kann auch schon mal weg. Zack, zack. Das kann auch weg. Ach, und da hatten wir ja schon. Guck mal. Ist ja witzig. So. Gut. Was ist hier passiert? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also ich glaube, das kommt hier hin. Die kommen weg. Irgendwie. Der da stört, ne? Ja. Ach, guck mal eine an. So, dann können wir das auch gleich austauschen. Ja, so geht's hier, Freunde. So, und die vier dann auch weg. Das sieht alles ein bisschen komisch aus hier.
Das ist aber auf jeden Fall Cobblestone. Das sehe ich ja jetzt schon. Nehme ich einmal den Bogen so lang. Das ist unser zweiter Eingang für die Mine. Okay, passt. So, da oben würde dann jetzt ebenfalls die Geschichte hier kommen. Da, ne, stimmt nicht, da kommt Holz hin. Ach, hier haben wir vergessen, Holz zu setzen. Interessant. So, das ist Holz. Holz. Gar nicht aufgefallen gerade. Aber, okay. Wir haben es ja noch rechtzeitig gesehen. Kein Problem. Nicht, dass ich da angefangen hätte, hier, was weiß ich, war da. Rindschub bauen. So. Da ist was in die Lava gefallen. Hat man genau gehört. Boah, das brummt immer so, wenn ich den Holz abbaue. Das Holz abbaue. Den Holz, ja. Den Holz abbauen. So, und hier kann ich dann weitermachen mit den Ziegeln. So, dann sollte das eigentlich wieder stimmen. Und dann passt es. Dann passt es wieder. Ja, was ich hier jetzt mache mit der Werkbank, das ist auch eine gute Frage. Eigentlich stört die da ein bisschen. Ich weiß nicht so richtig so, ja, was machen wir denn da? Ich glaube, die macht sich ganz gut, wenn wir das hier unten in die Mine reinstellen würden. Deswegen... Oh, da ist Kohle... Nee, da sind die Leitern drin. Ich dachte gerade, da ist Kohle drin. Wir werden das hier rausnehmen. Aber wir werden das offen lassen. Wir werden das hier offen lassen. Wir werden den mal wegnehmen. Und wir werden anstelle von dem Ding hier mal so eine Holztreppe reinsetzen. So, und jetzt müssen wir natürlich... Dürfen wir jetzt nicht... Ja, das sieht ja natürlich doof aus. Also das heißt, wir müssen hier... Ach ja... Ach, wir haben auch nur noch einen Stein, sehe ich gerade. Oh, oh, wir haben nur noch einen Stein. Ja, Freunde, also wir müssen auf jeden Fall farmen gehen. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Da können wir uns jetzt nicht drücken. Wir haben jetzt nichts mehr da. Also das ist komplett, was wir machen können. Wir können jetzt gerne noch hier das letzte Holz hier verdaddeln. Das können wir noch machen. Die Folge ist eh gleich zu Ende. Also das können wir noch schnell mal durchziehen wieder. Hatten wir in der letzten Folge auch gemacht. Da sind wir ja stehen geblieben, glaube ich, ne, wo wir das gemacht haben. Also das kann ich noch kurz setzen. Das heißt, wir müssen, kommen nicht drum rum. Wir müssen noch mal schmelzen gehen. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Ach, jetzt ist das auch alle. Ja, das ist ja suboptimal. Kann man das hier irgendwie manipulieren? Aber das geht auch nicht. Nee, das sieht doof aus. Ich dachte. Ach, Mando. Das ist ja wieder mal hier, ne? So, ist ja mal wieder suboptimal. Aber egal, hier ist ja eine Mine. Wir haben jetzt noch, könnten wir, oder Quatsch, die wollen wir ja eh verbrauchen. Wir können uns eine noch craften. Apropos craften. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier zum Beispiel das so machen? Das so machen. Und theoretisch können wir das auch so machen. Ja. Und hier sehe ich gerade Eisen. Das ist auch gut. So. Ja. Und jetzt können wir theoretisch hier... Ja, guck mal einer an. Hier waren wir ja... wunderbar, Leute. Nehmen wir gleich mal mit. Die Folge ist aber leider zu Ende. Das heißt, wir machen hier in der nächsten Folge weiter, Freunde. Auf der Jagd nach Kohle. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.